Pfingsten, das Fest der Kirche, das Fest des Heiligen Geistes. Die Pfingsterzählung in der Apostelgeschichte steht in Verbindung mit dem Turmbau zu Babel, wodurch die Sünde der Menschen die Menschheit zerstreut wurde, in verschiedene Sprachen getrennt. Pfingsten, wo jeder die Apostel in ihrer eigenen Sprache versteht, wo die Menschheit durch den Geist Gottes zusammengeführt wird. Wir brauchen heute diese Zusammenführung. Wir brauchen die Zusammenführung in unserer Gesellschaft zwischen Arm und Reich. Wir brauchen, besonders hier in Luxemburg, die Zusammenführung der verschiedenen Sprachgruppen. Wir brauchen Solidarität. Wir brauchen Interesse an den verschiedensten Kommunitäten, die unser Land bevölkern. Wir brauchen ein großes, weites Herz, mehr als einfache Toleranz. Wir brauchen ein positives Zusammenleben. Ich hoffe, dass der Geist Gottes zusammenführt, was getrennt ist. Gerade am Pfingstdienstag haben wir auch die Springprozession in Echternach, die so viele Jugendliche, aber Leute auch jeden Alters zusammenführt. Ich hoffe, dass auch doch der Geist Gottes wie jedes Jahr aktiv ist, um Leute zusammenzuführen, das Christentum über die Grenzen hinweg. Und ich hoffe auch, ich hoffe aus ganzem Herzen, dass viele Jugendliche auch diese schöne, lebendige, religiöse Erfahrung des betenden Springens vollziehen können.